Hier ist doch irgendwo noch ein Nest von den Gardisten. Ja. Lass dich hier nie wieder blicken. Hä? Ist einer aufgestanden oder was? Oha. Hä? Okay. Sogar noch 230 Erfahrungspunkte bekommen dafür, dass wir niedergeschlagen werden von ihm. Na, mal sehen, wo uns das alles hinführt. Ich meine, wir stehen ja jetzt gleich hier wieder auf. Na los, Held. Rappel dich hoch. Wir sammeln jetzt quasi K.O. die Erfahrung. 30? Aha. Na gut, mal schauen. So, einmal vollständig geheilt bitte. Großartig. Dann würde ich mal sagen, speichern wir jetzt nur noch auf einem weiteren Speicherplatz ab. Nicht, dass Gorn irgendwie... Zur Not haben wir ja noch eine freundlich stimmen Zauberrolle. Die könnte uns da vielleicht wieder weiterhelfen. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Ah, die Schatten müssen da eigentlich auch alle sterben. So. So, tot ist er. Lass dich hier nie wieder blicken. Der Butler. Selbst schuld. Zack. Hast du mit den Falschen angelegt. Butler sind nämlich, wird man ja beim alten Lager. So, da oben ist noch ein Gardist. Steck das weg, steck es weg. Großartig, so, damit ist der auch tot. Aua. Der ist auch tot da oben. Endlich. So, dann geben wir dem den Rest. So. Langsam, aber sicher müssten wir doch alle ausgenockt haben, die es hier gibt. Dich da hinten auch, du Buddler Arsch. 30 Erfahrungspunkte. Bist nicht mal den Gnadenstoß wert, quasi. So, und euch haben wir hier auch alle einfach mal aus der Ferne ausgeschaltet. Ich sag mal, nur ein toter Schatten ist ein guter Schatten. Wer sich eben mit Gomez einlässt, der hat keine Gnade zu erwarten. So. Mal sehen, ob Gorn jetzt langsam zufrieden ist. Und... wir alle Gegner getötet haben. Hier ist die große Erzschmelze der Mine. Interessant, interessant. Und mal sehen, wo uns dieser Weg hier hinführt. Nur weiter. Ach, da oben ist noch was. Ach, das ist Gorn, okay. Wo rennt er hin? Rennt mal wieder wild umher. Großartig. Ich muss sagen, ist diese Quest irgendwie... bisschen undurchdacht gebaut ist, oder? Also, bisschen Quatsch, wie das hier alles so vonstatten geht. Auf einmal haut einen Gorn und dann haut einen wiederum ein Gardist und sagt, Freundchen, lass dich hier nicht blicken oder steck die scheiß Magie weg oder sowas. Bisschen komisch. So. Und Gorn hüpft auch umher wie ein angeficktes Eichhörnchen. Zack. Das war der. Mal gucken, ob hier noch irgendwo einer steht. Ich höre hier ein Buddeln. Ein Trank, sehr geil. Ich höre doch hier ein Buddeln. Ja. Tut mir leid. So läuft das nicht. Du wirst... tja, leider aber mir vorbeirennen. So. Einmal tot, bitte. Dankeschön. Und den anderen bringen natürlich auch um. Ihr habt unsere Butler umgebracht, also bringen wir die euren um. Selber schuld, würde ich mal sagen. Schön grausame Mission, muss ich sagen. Gefällt mir fast gar nicht. Und da es hier so dunkel ist, freut ihr euch wahrscheinlich riesig, wenn ich ein bisschen Licht anmache.
Ah, sieht an. Spitzhacke. Und Nachtschatten. Nee, Heilkräuter. Sehr geil. Okay. Das Gorn wieder. Yippie. Und er greift uns nicht an. Das finde ich super. Dann düsen wir mal weiter. Was ist denn mit diesem Gorn los, ey? Ach, hey, na gut. Weiter hier lang. Mit ein bisschen Glück gehen wir schon den richtigen Weg. Unser Feuersturm zeigt uns ja immer an, wenn irgendwo Gegner in der Nähe sind. Wie hier zum Beispiel. Ich würde mal sagen, probieren wir es einfach mal. Minecrawler Warrior sind echt harte Gegner. Na toll. Na super. Dann normal. Hui. Okay. Zack. Und zwei Panzerplatten. Sehr geil, so soll es sein. Nur leider habe ich eine Befürchtung. Ich denke, die Befürchtung teilt ihr mittlerweile. Ich glaube... Ach nee, da ist ja der Orksklave. Großartig, ich hatte nämlich den Verdacht, dass er bei diesem ganzen Angriff mitgestorben ist. Und wir brauchen doch immer noch vor allem das Mulu-Ulu, falls ihr euch erinnert. Speichern wir mal ab und besiegen eben jenen Crawler hier. Scheiße. Kick die Waffe. Oh oh. Puh. Hart im Nehmen, die Biester. Vor allem ist es immer sehr schwer, von Magie zu Waffe zu wechseln, wenn man schon attackiert wird von diesen Monstern. Das ist leider die bittere Wahrheit. So. Mit dem Orksklaven müssen wir sprechen. Das ist quasi unser Ziel. Vorher besiegen wir aber noch ein paar Minecrawler. Denn ich bin im Blutrausch. Da ist unser nächstes Opfer. Zack, 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 zack und Feuer! So, das wäre die sechste Platte. Untot sind die Biester leider nicht. Das wäre zwar super, ist aber nicht der Fall. Die sind leider sehr lebendig, aber wie man sieht, sie können alle sterben. Alles, was blutet, kann sterben. Und muss es auch. So. Dort geht es zum Orksklaven. Hier waren, glaube ich, auch noch ein paar Minecrawler, wenn ich es richtig sehe. Genau. Einer? Okay, mit einem. Oh oh. Scheiße. Oh Gott. Oh. Jetzt der Kampf Auge im Auge mit dem Biest. Ah, eingeklemmt. Großartig. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Ausfallschritt. So. Damit ist auch dem hier der Gar ausgemacht. Und mal schauen, ob hier noch in der Dunkelheit etwas lauert. Ja, ein altes Skelett mit einem alten Schwert. Sonst nicht viel mehr. Na gut, dann sagen wir dem Orksklaven mal, dass der Weg frei ist, dass er keine Sorgen mehr haben muss. Das wird er sicherlich gerne hören. Tarok brauchen Hilfe! Tarok verletzt! Aha, was ist geschehen? Was ist geschehen? Tarok hier gefangen von blauen Soldaten. Plötzlich überall rote Soldaten. Rote Soldaten töten alles. Tarok hierhin geflohen. Rote Soldaten nicht gehen hierhin. Rote Soldaten fürchten Gahnuk. Bitte helfen, Tarok verletzt. Aha, was bedeutet denn Gahnuk? Was bedeutet Gahnuk? Seien große Tiere auf vielen Beinen. Gahnuk gefährlich. Orks und Menschen fressen. Du meinst wohl die Minecrawler hier unten? Mhm, du sprichst unsere Sprache? Du sprichst unsere Sprache. Tarok schon lange Sklave von Menschen. Tarok gut zuhören.
Aha, bist du ein Freund von Urshak, dem Schamanen? Bist du ein Freund von Urshak, dem Schamanen? Urshak waren Sklave wie Tarok. Urshak gelaufen weg, seien viele Winter her. Dein Freund sagte, du könntest mir ein Ulumulu machen. Tarok sehr schwach. Tarok ohne Medizin sterben. Fremde bringen Medizin. Dann Tarok helfen. Klingt gut. Was kann ich für dich tun? Tarok brauchen starke Medizin. Tarok, sonst sterben. Was für Medizin? Gahluk mich vergiftet. Tarok brauchen Medizin. Tarok haben Medizin, aber Tarok verlieren. Tarok nicht finden. Aha, wir werden die Medizin wiederfinden. Ich werde die Medizin wiederfinden. Tarok sehr schwach. Fremde beeilen, sonst Tarok sterben. Aha, haben wir sie zufällig schon? Ich meine, einmal haben wir einen Trank aufgehoben, falls ihr euch erinnert. Ah, fragen wir mal, ich kann die Medizin nicht finden. Ich kann die Medizin nicht finden. Fremder suchen weiter. Medizin hier unten sein. Tarok fliehen vor Gahluk. Tarok sich bei Flucht verstecken. Fremder auch suchen in Nischen. Fremder auch suchen in Nischen. Okay. Kein Problem. Machen wir wieder die Funzel an. Und richten unser besonderes Augenmerk auf Nischen und den Boden vor allem. Kann ja gut sein, dass der Mann hier irgendwo seinen Trank schon verloren hat. Zur Not gilt es ja auch noch ein paar Minecrawler zu töten. Und hoffentlich kommen wir nicht zu spät. Denn die Biester... denn das Gift der Biester ist nicht zu verachten. So, mal gucken. Vorhin habe ich ehrlich gesagt nicht so ganz darauf geachtet, ob jetzt hier irgendwo noch was auf dem Boden liegen könnte. Ja. Gut, Ork-Medizin gefunden, großartig. Dann Göttergabe. Das klingt auch nach einem geilen Buch. Ich würde mal sagen, das lesen wir einfach gleich mal. Göttergabe, die Gabe der Götter. Die Gabe der Götter. Seit Jahrhunderten versucht man, das Wesen und den Ursprung der Magie zu ergründen. Doch wo soll man suchen? Wie kann man sie beschreiben? Sie ist die widersprüchlichste Kraft, die wir kennen. Sie kann töten und gleichzeitig heilen. Sie kann formen und zerstören. Wie sieht eine solche Kraft aus? Wo kann man diese unsichtbare und doch so mächtige Kraft finden? Die Magie ist das, was sie ist. Das herrlichste und zugleich mächtigste Geschenk der Götter. Dem Nutzen und Wirken dieser Kraft ist damit auch ein göttliches Geschenk gegeben. Eine heilige Kraft, die nur wenige Auserwählte in der Lage sind zu kontrollieren. Bartos von Laran. Sieh mal an, eine schöne Sage. Gefällt mir. Gerne gelesen. So, mal gucken, ob wir noch ein paar andere Minecrawler kaputt kriegen. Obwohl, das können wir auch auf dem Rückweg machen. Helfen wir erstmal unserem Ork-Kumpel. Nicht, dass der hier auf einmal drauf geht, nur weil wir noch ein bisschen auf Minecrawler-Jagd sind. Das würde nicht nur mich ärgern, sondern sicherlich auch, Tarok oder Tarek oder... An der Ecke gibt es Stress zwischen Tarek und...